Jeder kennt es, das bedrohlich knisternde Geräusch eines Geigerzählers. 1928 entwickelten Hans Geiger und Walter Müller zusammen ein Gerät, welches die unsichtbare Strahlung messbar macht. Das Geiger-Müller-Zählrohr. Aber kann man sich auch einen funktionsfähigen Geigerzähler selber bauen? Genau das habe ich mich gefragt und probiere es heute aus. Im Internet habe ich Pläne für einen Geigerzähler gefunden und war sofort begeistert. Also habe ich mir alle benötigten Bauteile bestellt und versucht, alles richtig zusammenzubauen. Die Platine für den Geigerzähler kann man jedoch nicht einfach fertig kaufen, sondern diese muss man sich extra anfertigen lassen. In China ist dies jedoch sehr günstig. Bei den Bauteilen handelt es sich um SMD-Bauteile. Diese sind besonders klein und etwas schwieriger zu löten, ist aber auch mit einem normalen Lötkolben machbar. Das Gehäuse kann man sich einfach auf einem 3D-Drucker ausdrucken. Ich habe mein Gehäuse jedoch vorher etwas abgeändert, bevor ich es gedruckt habe. Die Gewindeeinsätze kann man einfach mit einem Lötkolben in das Gehäuse einschmelzen.
So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jetzt möchte ich den Geigerzähler natürlich mal so richtig testen. Und nein, ich werde jetzt nicht nach Tschernobyl fahren, sondern ich werde bei uns in Deutschland bleiben. Ob ich auch bei uns in Deutschland erhöhte Radioaktivität feststellen kann, seht ihr schon nächsten Sonntag um 12 Uhr. Falls dir das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um den Praxistest nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.